Hallo und herzlich willkommen zurück bei Broken Sword 5. Wir sagen ja oder schlecht. Wie finden wir die Figur im Hintergrund? Ich finde sie ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Dementsprechend sage ich gut. Es ist ein sehr hübscher... Buschvogeladler. Ein Adler? Ein Doppeladler? Bravo, stimmt genau. Ja, das ist ein russischer Reichsadler. Für den Boss. Sie haben es gleich erkannt. Ich schulde Ihnen was, Lady. Sie haben eine seltene Gabe. Wahre Erkenntnis. Nein, bitte. Sie sind derjenige mit der seltenen Gabe. Wir müssen Mr. Medowski geschäftlich sprechen. Wenn ich den Boss stören soll, brauche ich einen guten Grund. Er hat viel zu tun. Verstehe ich. Aber ich denke, er wird uns sprechen wollen. Was haben Sie ihm denn so unerhört Wichtiges zu sagen? Ein Gemälde, das ihm gehört, ist gestohlen worden. La Malediction. Wenn wir seinen Versicherungsanspruch rasch bearbeiten sollen, müsste er mit uns reden. Ich denke, er könnte ärgerlich werden, wenn Sie ihm nicht mal sagten, dass wir da sind. Oder? Okay, okay. Warten Sie, ich rufe ihn mal an. Ja, mach das sehr gerne, danke. Warteschlange ist immer so nervig. Ja. Mr. Medowski. Oh. Ja, ja, Boss. Claro, mach ich. Der Boss interessiert sich für Sie. Das ist nicht immer unbedingt was Gutes. Das Tor müsste offen sein. Ich bring Sie rein. Folgen Sie mir bitte. Tor. Geh mal rein. Wohnzimmer. Edel. Mr. Medowski ist gleich bei Ihnen, Madame. So, drin sind wir. Und was jetzt? Jetzt gucken wir uns schnell um. Wir verklickern Ihnen, dass die Versicherungssumme bald ausgezahlt wird. Mal sehen, ob wir ihn zum Reden bringen. Ich bin's, Wladimir. Ich grüße Sie. Guten Tag, Monsieur. Mein Name ist Nico Collard. Und das hier ist mein Assistent George Stobart. Sie kommen, um über La Malediction zu sprechen, ja? Ganz recht. Überrascht mich, Sie zu sehen. In meinem Vertrag mit der Galerie war ausdrücklich vermerkt, dass meine Eigentümerschaft streng geheim zu halten sei. Wie es scheint, liegt ein Vertragsbruch vor. Ein Mann wurde getötet, Monsieur. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Streng oder sanft? Wir sind streng. Jemand ist ums Leben gekommen und ein Bild wurde gestohlen, Monsieur. Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Gutes Argument, Miss Collard. Nun gut, ich werde beitragen, was ich kann. Wie gelangte La Malediction in Ihren Besitz? Ich kaufte es bei einer Auktion. Haben Sie eine Quittung dafür? Aber ja, ich habe sie schon an Ihr Büro geschickt. Es dauert meist, bis sowas bearbeitet wird. Was gibt es da zu bearbeiten? Ich besaß das Bild, jemand stahl es und Ihre Firma ist der Versicherer. Ich bin hier das Opfer. Ein Zustand, den Sie mit dem Mordopfer gemeinsam haben. Wir haben Grund zu der Annahme, dass es ein Insider-Job war. Oh, das ist schlimm. Das Personal in der Galerie war eigentlich sehr sympathisch. Aber so ist die menschliche Natur. Das wird meine Forderung ja wohl nicht behindern. Ich bin sicher, es klärt sich bald alles auf. Was verbindet Sie mit Vera Security? Noch nie davon gehört. Es gibt Beweise, dass Sie mit Vera Security in Verbindung stehen. Allmählich klingen Sie wie eine Polizistin, Madame. Wir tun hier nur unsere Arbeit, Monsieur. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen. Von diesem Hebel würde ich an Ihrer Stelle die Finger lassen. Ich hatte ihn durcheinandergebracht. Das genügte fürs Erste. Boah, heute denke ich aber auch nur noch pervers, ey, das ist ja furchtbar. Wir überprüfen unsere Informationen nochmals. Tun Sie das.
Ja, das tun wir auch, mein Freund. Dann reden wir nochmal über Henry. Kannten Sie Henri, den Galeristen? Nur geschäftlich. Mein Restaurator hat mir seine Galerie empfohlen. Oh. Hatten Sie persönlichen Kontakt? Nein. Nur per E-Mail. Ich fliege kaum. Ich bin CO2-neutral, wissen Sie? Sehr verantwortungsbewusst, Monsieur. Tja, der Planet rettet sich nicht von selbst. Das stimmt allerdings. Ihr Restaurator, was hat er mit der Sache zu tun? Hobbs? Er hat La Malediction nur etwas gereinigt. Nichts weiter. Gereinigt oder gefälscht? Und was war das für ein Geräusch? Ich denke, das genügt erstmal. Was schätzen Sie? Wann wird die Summe ausgezahlt? Es wird nicht lang dauern, Monsieur. Wann genau? Sie können mir doch bestimmt ein Datum sagen. Monsieur Medowski, ich bin sicher, Sie... Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Sir. Was ist denn, Shears? Hobbs ist hier. Ich habe zu tun. Er erwähnte die Mappe, Sir. Um Himmels Willen kann der keine simplen Instruktionen befolgen. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Der Gärtner heißt Shears? Scherer? Seine Mutter hat ihn bestimmt nicht so getauft. Oh, ein Gruseltyp. Schnell umgucken. Ziemlich cleverer Gruseltyp. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand und das weiß er. Hat schlicht geleugnet, etwas mit Vera zu tun zu haben. Wir brauchen was anderes, um ihn zu knacken. Wie wär's mit Marquez als Druckmittel? Das wäre nur Aussage gegen Aussage. Was hätten wir sonst noch? Sehen wir uns mal um. Na. Vielleicht lässt sich irgendwas hier gegen ihn verwenden. Ich wollte gerade sagen, du hast ein ganzes Zimmer. Du suchst, ich stehe am Fenster, schmiere. Oh yeah. Schnell umgucken. Ein bisschen Angst. Ein hübsches Zigarettenkistchen mit Intarsien. Intarsien? Ein hübsches... Okay. Der Verschluss war eingerastet. Dann raste ihn aus. Mit deiner Büroklammer. Die Büroklammer verbog sich nur und rutschte vom Verschluss ab. Hm, schade. Ja. Leider war der Verschluss zu massiv, um ihn mit dem Nagelknipser zu durchtrennen. Okay. Wir brauchen irgendeinen Schlüssel. Verstehst du, was sie sagen? Ja. Sie hätte nicht herkommen sollen, Hobbs. Ich hatte doch gesagt, ich bringe das Paket heute noch vorbei. Ich wollte bloß sicher sein, dass ich es auch kriege. Ich habe noch eine Menge dran zu machen. Das passt mir jetzt gar nicht. Medowski streitet sich mit seinem Besucher Hobbs über die Mappe. Diese Mappe ist wichtig, da bin ich sicher. Gutschein. Was denn für ein Gutschein? Das war ein russischer Privatisierungsgutschein. Ach so. Warum Medowski das Ding wohl so stolz aufgehängt hatte? Wer ist das? Medowski in Libyen. Glückliche Zeiten. Was für ein Typ hängt ein Bild von sich und Oberst Gaddafi an die Wand? Tja. Ein Typ, der einen Mord begeht, um sein eigenes Bild zu klauen? Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visitenkarte. Und eine Nachricht. Ich nahm die Visitenkarte. Auf der Karte stand Wilfried Hobbs, Kunstrestaurator. Ich notierte mir die Adresse. Sehr gut. Und legte die Karte wieder zurück. Ich wollte Medowski ja nicht misstrauisch machen. Die Nachricht lautete El Serb Zeichnungen zur Ansicht. W.H. Das klang doch vielversprechend. Ob das Gemälde in der Mappe lag, die Medowski an sich genommen hatte? Wenn ich mich nach einem Penny bück, bringt er mir den Tag lang Glück. Ja, das fällt bestimmt nicht auf, ne? Ein russisches Zarenei. Sah recht schmucklos aus. Das war eine Dankesnotiz von einem britischen Politiker. Medowski hatte wirklich recht dubiose Freunde. Es war alles in Kyrillisch, mit Ausnahme einer Zahl. 1869. Nimm mir doch nicht immer alles, was ich sagen will hier, Mensch.
So. Ich vermutete, die Orden stammten eher nicht vom Moskauer Debattierclub. Okay. Ups, jetzt habe ich mein Fenster weggeklickt. Unser Medowski scheint ziemlich unterirdische Freunde zu haben. So, ist hier sonst noch... Wie mein Boss sagte, der Typ will unbedingt groß mitmischen. Ah, ein Bücherschrank haben wir noch. Sonst ist hier nichts da, die Schreibmaschine kurz noch schnell. Hätt's mir denken sollen, die Tastatur war kyrillisch. Ich versuchte mich zu erinnern, wie die Reihe auf der US-Tastatur aussah. A, S, D, F, G, G H oder F? Keine Ahnung. Z, X. Ich brauchte eine Tastatur als Referenz. Du hast ein Handy dabei. Mann, dummer Idiot. Idiota. Guck mal, Bücherregal. Russische Romane. Medowski stand eindeutig auf Tolstoi. Medowski hatte eine umfangreiche Büchersammlung über Management. Die 7 Geheimnisse der Führungskraft erschienen 2009. Der Business Bonaparte von 1983. Aufsichtsratsadler oder Managementmaus? 1998. Ledergebundene Klassiker, zweifellos als Meterware gekauft. Okay, wir müssen noch irgendwie die Truhe öffnen. Aber wie? Ein hübsches Zigarettenkistchen. Irgendwas müssen wir noch dabei haben. Das Holz wäre zu schwach. Ja, ist okay. Ah, natürlich. Glücklicherweise hatte die Münze, die ich aufgelesen hatte, genau die richtige Form, um den kaputten Verschluss zu öffnen. Kubanische Zigaretten. Schlüssel sind immer nützlich. Fällt auch bestimmt nicht auf. Romanovs. Dieselbe Zigarettenmarke wie bei Vera Security im Aschenbecher. Mhm, er reißt nicht viel, ich weiß. Ich verstehe. Romanovs. Okay, mach das Ding wieder zu. Zumachen. Mach das Ding zu, verdammt. Ha, mach das zu. Egal. Tür. Dafür kriegen wir jetzt bestimmt den Schlüssel. Da war abgeschlossen. Och nein. Und wenn wir da jetzt reingehen, dann werden wir sowieso ertappt. Ich sehe es doch schon. Die Tür zum Arbeitszimmer ist jetzt offen. Sagen Sie sonst noch was Interessantes? Warte mal. Hören Sie, Hobbs. Nehmen Sie die Mappe und tun Sie Ihre Arbeit. Sie sind nervös und das mag ich nicht. Nehme ich zur Kenntnis, aber ich habe trotzdem ein paar Fragen. Fragen mag ich auch nicht. Machen Sie schnell. Ich habe 2 Leute kommen sehen. Wer waren die? Sahen wie Bullen aus. Die waren von der Versicherung. Ist denn... Hobbs will die Mappe mitnehmen. Was da auch drin ist, es ist wichtig. Wir müssen dranbleiben. Ich habe Hobbs' Adresse von seiner Karte. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir mal hinfahren. Okay, George, aber schnell. Medowski wird bald zurück sein. Ja, okay, ich beeile mich. Ich sehe mich mal im Arbeitszimmer ja. Um. Ja. Okay. Herrgott, geh einfach rein und laber nicht so viel. Okay. Wow, an diesen Wänden müssen Millionen von Dollars hängen. Fällt bestimmt nicht auf, dass wir hier rumschleichen. Diese Bilder hätten Kenner in stundenlanges ehrfürchtiges Staunen versetzt. Aber ich hatte keine Zeit dafür. Okay, erstmal die offene Schublade. Die Schublade war offen. Ja. Mir blieb fast das Herz stehen. Warum? Aber da drin lag nur eine Schokoriegelverpackung. Der Schreibtisch war umwerfend. Es war so klar. Da muss ich bestimmt auf der Tastatur gucken und werden natürlich... Schicker Stuhl und vermutlich wesentlich teurer, als er aussah. Und werden dafür wahrscheinlich stundenlang Zeit haben. Eklige Angewohnheit.
das Rätsel zu lösen. Diese zwei Löcher warteten förmlich darauf, dass ich meine Finger hineinsteckte. Ich blieb standhaft. Das ist sehr gut, mein Freund. Das ist sehr gut. Okay. Ich könnte natürlich auch hier gucken, warte mal. Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visite. Das weiß ich doch schon. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht finde ich da Hinweise oder so, aber... ich muss bestimmt irgendein Wort... Hätt's mir denken sollen. Die Tastatur war kyrillisch. Ich muss bestimmt irgendein Wort bilden. Die Zahl. Klar, da oben müssen die Zahlen sein. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ja, gut, Moment. Jetzt muss ich mir nochmal die Zahl angucken. Und dann die Zeichen aufschreiben. Auf einen Zettel. Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visite. Halt die Klappe. Wir haben keine Zeit. Renn, Freund, renn. So. Hätt's mir denken sollen. Wir brauchen dieses komische A. Dann 2, 3, 4, 5, 6. So ein S. 7, 8. H. Und dieses O mit Strich. Das ist sehr gut. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die Zeichen alle da sind. Ich weiß, dass irgendein L da war, aber L haben wir nicht. Schauen wir mal. H haben wir, das S haben wir, das A haben wir und den Strich haben wir. Eine Geheimschublade sprang auf. Bäm! Ich wusste, das Veröffentlichungsdatum wäre bedeutsam. Ich nehme Tor 1. Endlich würde ich Medowskis Geheimnisse lüften. Es gibt also noch ein da, ich nehme Tor 1, ne? Hier 1 Tor, 2 Tor, versteht ihr? Das war auf keinen Fall Medowskis Sockenschublade. Hey Nico, schau dir das mal an! Schrei doch nicht Wir so. Sind fündig geworden. Schrei nicht so. Warte, ich komm schon. Nein! Sieh an, ein Brief von einem Typ namens Genen. Seine Firma Wolfram will La Malediktio kaufen. Es geht doch kaufen. Nicht! Nein! Sie bieten weit mehr als den Schätzwert. Irgendetwas, das Medowski und Vera verbindet? Die kommen Schauen doch jetzt rein! Na bitte, ein Mietvertrag für Vera Security. Aha, das wäre ja der gesuchte Beweis. Gott, Kinder, es versteckt halt mal. Euch. Was ist das? Eine Spesenabrechnung von Shears. Waterloo Motors. Rechnung für einen Helm. Belege aus Paris. Madame Le Trex. Hotel Britannique. Pizza. Nico, Pizza. Ich glaube, unser Freund Shears könnte Henris Mörder sein. George, wo sind wir da reingerutscht? Ja, geh zum Fenster. Super Idee. Oh, oh. Ich habe gerade die Vordertür gehört. Medowski, komm zurück. Oh Gott, Herz. Bring alles wieder in Ordnung, ja, schnell. Renn. Mach das. Okay, ganz. Mache ich. Mach das. Wenige Monate, nein, Momente später und feuchte Flecken. Er wird nie vermuten, dass wir sein Haus nach Beweisen durchsucht haben. Das hast du jetzt aber gut geschafft in 3 Sekunden. George, die Münze. Verdammt, keine Zeit. Cool bleiben, Nico. Lass mich nur machen. Verzeihen Sie, dass ich Sie warten ließ. Wie Sie sicher ahnen, ist meine Zeit kostbar. Schon gut, Mr. Medowski. Ich denke, wir waren auch fast fertig. Und die Zahlung? Sehr bald, Monsieur. Sehr bald. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ich weiß nicht, ob ich... Dieser Hobbs, ist das ein guter Freund von Ihnen? Nein, wir machen nur Geschäfte zusammen. Ich weiß nicht, ob ich noch... Das hatten wir doch schon. Ich weiß nicht, ob ich noch so viel mit ihm reden möchte. Wenn ich jetzt das anspreche, dann könnte er auf die... Ich gehe lieber. Wenn Sie dann jetzt fertig wären, ich habe sehr viel zu tun. Vielen Dank für Ihre Zeit, Monsieur Medowski. Wir melden uns bald bei Ihnen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er dann merkt, dass die Münze und so... Preisfrage ohne Preis. Wo geht's jetzt hin? Zu Hobbs natürlich.
Die Kandidatin hat 100 Punkte. Bing, bing, bing. Medowski ist ziemlich dubios. Oder was meinst du? Aber unsere Story hat er geschluckt. Du bist echt gut als Versicherungsfuzzi, George. Ja, wer hätte das gedacht? Bis der kapiert, dass es uns gar nicht um seine Schadensforderung geht, ist der Fall gelöst. Und wir trinken auf unseren Erfolg. Hoffen wir es mal. Sieht nach Regen aus. Komm, das Taxi ist unseres. Taxi! Herrgott! Eine kurze Taxifahrt später. Wir haben soeben die Route des typischen London-Touristen verlassen. Schätze, dieser Hobbs legt wenig Wert auf Besuch. Nicht gerade der Ort, an dem man einen Restaurator alter Meister erwarten würde. Naja, wenn er keine Aufmerksamkeit erregen will. Unsere hat er erregt. Schauen wir, was Hobbs über La Maledictio weiß. Und versuchen wir, einen Blick in die Mappe zu werfen. Das machen wir aber erst nächste Woche, wenn es weitergeht mit Broken Sword bzw. Fluch 5, der Sündenfall. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao.